Mit dieser Vorgehensweise hat meine Kundin ihre Berufung manifestiert. Sie kam zu mir und war recht verzweifelt. Sie hat schon so viel getan, um ihre Berufung zu finden, Klarheit zu ihrer Berufung zu haben, ihre Berufung zu manifestieren, mit ihrer Berufung im Business zu starten. Und alles hat irgendwie so ein bisschen geklappt, eine Zeit lang irgendwie, aber nicht so nachhaltig. Und wir sind dem Ganzen auf den Grund gegangen, denn das ist das, was ich tue. Ich begleite Menschen dabei, dass sie Klarheit zu ihrer Berufung finden, dass sie ihre Berufung manifestieren, dass sie sie leben. Und im Grunde sind es ein paar Schritte, die sie gegangen ist. Zum einen war es wichtig, dass sie erkennt und sich fragt, was bedeutet es für sie, Berufung zu leben, Berufung zu manifestieren? Was bedeutet es für sie? Und das ist ein Inside-Job. Und vor allen Dingen ist es nicht mit dem Kopf zu lösen. Also nicht hinsetzen nach dem Motto, ja, ich überlege mir jetzt, was es denn genau ist, meine Berufung und wie, was es für mich bedeutet und so weiter. Sondern einfach zu spüren. Ja, also sich Zeit zu nehmen, diese Antworten hochkommen zu lassen. Denn sie sind da, sie sind ja in uns. Der zweite Aspekt ist sehr spannend, denn viele glauben, dass Berufung, Leben ja so etwas ist wie etwas zu tun. Ja? Also meistens auch noch so ein Traumjob. Aber Berufung ist ja so viel mehr. Es ist sozusagen ein Seinszustand zu leben. Dementsprechend war die Fragestellung, wie will ich mich fühlen, wenn ich meine Berufung lebe? Was sind sozusagen meine Lieblingsseinszustände, meine Lieblingsgefühle? Welche möchte ich ausleben? Und das ist total spannend, denn das ist der Kern von Berufung. Denn unsere Lieblingsgefühle, unsere Lieblingsseinszustände sind ja im Grunde ja so wie ein Navigationssystem. Und wenn wir uns erlauben, diese wahrzunehmen und sie zu leben, dann sage ich es ganz konkret, ist es scheißegal, was du konkret machst, was du konkret tust. Denn wenn du in deinem Lieblingszustand bist oder in einem deiner Lieblingszustände, dann lebst du dich ja schon, dann lebst du deine Berufung, dann erfüllst du deinen Seelenplan. Und das ist etwas, was viele gar nicht auf dem Schirm haben. Es ist bei der Berufung suchen immer die meisten noch im Außen. Aber weit gefehlt. Es ist so viel mehr ein Inside-Job wie ein Outside-Job oder wie gesagt in diesem Tun zu sein. Mehr ein Seinszustand erleben, leben, wie ein Tunzustand praktizieren. Und je mehr sie sich erlaubt hat, sozusagen immer wieder da hineinzugehen und sich die Frage zu stellen, was daraus ja letztendlich resultiert, was will ich wirklich? Was will ich wirklich in meinem Job? Was will ich wirklich mit meinem Business? Was will ich wirklich für Einnahmen? Was will ich wirklich für einen Lifestyle? Was will ich wirklich in meinen Beziehungen? Und so weiter. Und je öfter wir diese Frage stellen, und das hat sie getan, in Dauerschleife. Deswegen ist Berufung ja auch nicht etwas, was du findest und dann ist alles klar, sondern es ist ein Job, den du nie wieder loslässt, der auch nie wieder aufhört. Und sie hat sich diese Frage immer wieder und immer wieder gestellt. Je öfter sie sich diese Frage gestellt hat, desto mehr lebt sie ihre Berufung. Hat sie sozusagen ihre Berufung manifestiert, manifest gemacht. Das, was in ihr ist, nach außen gebracht, das erlebt. Denn das, was wir wirklich erleben wollen, also unsere Gefühle, denen wir wirklich Ausdruck geben wollen, ist sozusagen die Verkörperung unseres Seelenplans. Ja? Genau, wenn du hierbei Unterstützung möchtest, dann komm gerne in Celebrate Your Passion, denn genau das tun wir dort. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Berufung, was Berufung ist, wie Berufung sozusagen, wie wir Berufung entdecken in Anführungsstrich können, wie wir Berufung leben können, wie wir sie manifestieren können und zwar wirklich nachhaltig. Nicht nur ein schöner Kurs nach dem Motto, ja, jetzt weiß ich, was meine Berufung ist, ich bin Coach oder was auch immer. Nochmal, das ist so viel mehr. Und deswegen, das ist ein Daily Business. Und weil das so ist und auch nicht mit einer kurzen Geschichte oder mit einem Workshop oder mit einem Kurs getan ist, sondern wirklich dieses tägliche Dranbleiben, deswegen gibt es Celebrate Your Passion, diesen magischen Club, diese heiligen Räume, wo Menschen zusammenkommen, um immer mehr, jeden Tag ein bisschen mehr erfüllt und erfolgreich ihre Berufung zu leben. Ja, also, wenn du das willst, wie gesagt, komm gerne in Celebrate Your Passion.